Hallo und herzlich willkommen bei iCat. Mein Name ist Carsten und heute reden wir ein bisschen länger über einen Teil von der Langzeitmotivation und zwar in das zeitliche Ziel setzen, also das Thema allgemein darüber. Das letzte Mal habe ich auch gesagt, warum ist es positiv, sich ein zeitliches Ziel zu setzen? Aus dem Grund heraus, weil man ja im Endeffekt die Zeit, die man hat, eben verknappt. Das heißt, ich teile mir das ein, plane das Ganze und dann gebe ich mir selber einen Zeitraum, den ich machen kann. Gleichzeitig kann ich aber das darüber hinaus dann planen, dass ich das dann wirklich in Stunden abrechne. Das heißt, zum Beispiel, ich sage, in 2 Monaten muss ich meine Hausarbeit abgeben. Ich schaue, wie viel Zeit habe ich, wann muss ich vielleicht arbeiten gehen, wann will ich Freunde sehen. Schaue, wie viel Zeit mir insgesamt bleibt dafür. Und teile das dementsprechend ein. Und dann muss ich das sozusagen versuchen auch einzuhalten. Versuchen ist wichtig. Sollte ich das mal nicht schaffen, ist es eben auch wichtig, sich selbst zu vergeben. Das heißt, zu sagen, gut, ich habe das heute nicht geschafft, weil heute mich nicht richtig konzentrieren konnte, mir ging es nicht gut und so weiter. Wir sind alles keine Maschinen. Das heißt, da sollten wir dann auch wirklich auch sagen, hey, gut, dass du es versucht hast, aber heute ging es halt einfach nicht. Und das ist wichtig tatsächlich. Darüber hinaus gibt es einige Leute, die auch Strafen an sowas binden. Eine Strafe wäre eine externe Motivation. Es geht ja vor allen Dingen eben in die interne Motivation. Extern heißt, dass ich etwas von außen brauche, was mich dazu bewegt, das Ganze eben zu machen. Das Ziel ist eigentlich, dass das intrinsisch, also in uns drinnen ist. Und nicht von außen extrinsisch kommt. Das heißt, wenn ich eine Strafe tatsächlich aussuche und es gibt Leute, die tatsächlich auch Strafen brauchen, um ihre eigenen gesetzten Ziele eben einzuhalten, dann bedeutet auch, dass das immer an diesen Strafen eben gebunden ist. Das eigentliche Hauptziel ist es für euch intrinsisch, das heißt von euch heraus zu machen, okay, ich habe so und so viel Zeit, in der zu dem Zeitpunkt möchte ich das abgeben, in der und der Qualität möchte ich das abgeben. Und das ist das Wichtige. Das heißt, dass ihr eine Selbstwirksamkeit in euch führt, die dazu führt am Ende, dass ihr eben diese Sache von alleine macht. Weil ja im Endeffekt schon diese Verknappung, zeitliche Verknappung, das Planen von euren Sachen im Endeffekt dazu führt, dass ihr ja schon eine Motivation habt in gewissem Maße. Das ist ja schon ein externer Motivator im Endeffekt. Wie gesagt, wichtig ist, kommt dahin, dass ihr sagt, okay, ich habe so viel Zeit, ich möchte das machen und ab geht's. Das heißt, so versuche ich auch, mich selbst zu motivieren. Ich mache mir Listen. Ich gucke, bis wann und wann ich das fertig haben will. Zum Beispiel die Videos, die ich gerade drehe, muss ich bis in den nächsten 2 Wochen fertig gedreht haben und dann werden die in den nächsten Monaten alle veröffentlicht. Und so schaue ich das halt. Ich persönlich brauche keine Strafe ranhängen, aber ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, eben, ich brauche das, um das zu verwirklichen. Ansonsten kann ich euch noch, das ist dann auch der zweite Punkt auf der Liste, den ich genannt habe, eben immer empfehlen, To-Do-Listen zu machen, weil mit den To-Do-Listen kann man dann auch arbeiten, schauen, wann ich wie viel gemacht haben muss, um eben die Sache dann komplett abzuschließen. Und das ist eben auch führt zur Selbstwirksamkeit, weil immer wenn ich etwas auf dieser To-Do-Liste abhaken kann, weil ich es eben im Endeffekt erledigt habe, dann freut man sich, dann ist man motiviert und dann ist man gegebenenfalls auch motiviert, noch mehr zu machen. Das heißt dann, wenn man das eben macht, dass man dann am Ende ja mehr Lust hat. Und ansonsten solltet ihr mal an einem Tag haben, wo ihr nicht so richtig Lust habt, was zu machen, gebe ich euch den guten Tipp von einer Freundin von mir, die mir gesagt hat, tatsächlich ist auch eine Coachin, die gesagt hat, frisst den größten Frosch am Morgen. Das heißt, wenn ihr eine Liste für einen Tag habt von Dingen, die ihr machen müsst, macht das, was am schlimmsten ist oder was ihr sich am schlimmsten anfühlt für euch, ist ja alles subjektiv, direkt am Morgen. Weil wenn ihr das hinter euch habt und diese Hürde überwunden habt, dann ist alles andere, was danach kommt, wie man aus dem Norden sagen würde, Kikifax. Das heißt, es ist nichts mehr im Vergleich zu dem, was ihr schon erledigt habt. Und dann hilft das euch dabei, auch motiviert zu bleiben. Ich versuche das auch. Nicht immer klappt das. Ne? Wie gesagt, immer sich selbst vergeben, wenn es nicht klappt. Aber der Versuch zählt. Ja, das war's fürs heutige Video.
Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir in den Kommentaren vielleicht auch, was euch nicht gefallen hat oder auch ein Thema, was euch interessiert. Ansonsten, wenn ihr wie immer Lust habt, mit mir die Reise eines Coachings zu betreiben, meldet euch bei mir, Carsten Spiller von iCat, für ein kostenloses Vorgespräch. Wie gesagt, meine Themen sind eben Prokrastination oder Aufschieberitis, das heißt Motivationstraining und auch Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.